figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lies. Wir sind heute hier in der Abtei Richtung Ende unterwegs. Wir haben, glaube ich, vielleicht noch zwei Bosse und dann ist mit dem Game. Nö! Hat der gerade nicht gemacht, das Arschloch. Hat der gerade nicht gemacht. Schöne Begrüßung. Ey, Kollege. Lust runterzufallen? Okay. Schönes Empfangskomitee. Wirst du mal einfach runtergeballert. Nö. Verpiss dich. Nimm doch deine scheiß Ergos entgegen. Meine Güte. Muss ja scheiße schwer sein, sowas. Okay, gut. Wir müssen jetzt hier runter. Verpiss dich. Hä? Müssen wir uns da nach unten vortasten. Okay. Danke für gar nichts. Hey, kann ich nicht einfach... Hey, das muss scheiße schwer sein, einfach mal zu treffen. Wollt ihr mich verarschen, ey? Boah, nee, also bei aller Liebe. Wenn ich unter Schock stehe, okay. Alles an... Das ist ein unangenehmes Pflaster, ne? Dass du dann kaum Ausdauer hast. Aber jetzt gerade? In welcher Welt gab das denn? Oder machte das denn? Dass ich gar kein, also nichts machen konnte. Hier geht's ja auch. Bumm, bumm, weg. Nur weil ich auf diesem Ding gelandet bin? Wo ist dieses hässliche Riesending? Das kommt von da. Wow. Hä? So, und jetzt zu dir, du Arschkrampf. Und dumm. So. Okay, das hätten wir, aber komplett. So hätte es laufen sollen, nicht anders. Heilige Scheiße.
bin froh, wenn ich nie wieder dahin muss. Ich traue gar keinem mehr hier. Also, noch weniger als so schon. Ich glaube, wenn ich hier jetzt hochgehe und da... Ja. Ja. Verpiss dich. Nö. Ohne Scheiß, beste Shortcut EU West. Das kam mir gleich so bekannt vor. Oh nee, die da. Verpiss dich. Ihr Frösche für Arme. Ach, der Rauch wäre auch weggegangen, okay. Was soll ich das denn wissen? Hallo? Guckst du weiter? Kleiner. Scheiß. Da bist du! Genau die habe ich gesucht. Und wie komme ich denn da hin? Da sind noch zwei Items drauf. Unten ist noch ein Item. Ey! Könntest du dich einfach verziehen? Erste Entdeckung. Nicht schon wieder. Muss es sein? Nicht, oder? Arschloch. Dann ist das Ding Safe Call noch wiederkehrend. Klinge des großen säurehaltigen Krummschwerts. Ja, das Ding könnte auch richtig brachial werden. Okay. Okay. Damage müssen wir einkalkulieren. Vollmond, ja, aber richtig geil. Und ich, Depp, hab's nicht mal aktiviert. Heißt also, wenn ich gestorben wäre, hätte ich trotzdem wieder unten lang gemusst. Oh Gott. Manchmal fühle ich mich echt. Vom Mondstein des Bundes, nice. Und so weiter.
sind Fässer, die explodieren. Dankeschön. Und du bist weg. Und du bist auch weg. Schwester Alchemisten Odre dreht. Obwohl sie nicht vollendet, was? Werden konnte, möge sie durch ihre Edelsopfer mit uns sein. Aha. Ah, das war alles, oder was? Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber gut, hätten wir jetzt auch geguckt, was der Real Shit Weg ist und welcher nicht. Das heißt, wir gehen jetzt straight up weiter. Haben alles angeguckt bis dato. Das ist doch eine nice Geschichte. In 90% der Fälle ist doch die Waffe richtig broken. Gibt so Bosse wie im letzten Part, wo man eben nicht so wirklich broken ist, weil man halt einfach zu schwerfällig ist. Was ich aber richtig schade finde, weil Ausdauerkack sollte davon nicht bestehen, also, ne, weil ich meine, wie viel Last habe ich jetzt schon erhöht und ich kann immer noch nicht alles führen. Und das ist schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Zum Glück renne ich nicht. Blick nach rechts, aber auch nach links. Hallo du! Wo ging jetzt eine Brücke auf? Unten oder was? Danke für gar nichts. Danke, danke, danke für gar nichts. Ich habe zwar noch die leuchtenden Augen gesehen, aber ich dachte nicht, dass das so schnell ist. What the fuck? Aber wie gesagt, zum Glück kann ich jetzt einfach links lang gehen. Und muss mir die Scheiße nicht mehr antun. Das ist eine ziemlich wunderschöne Gestik. Ach Gott. 500 Jahre später oder was? Nein! Ich wollte das nicht. Ich wollte ihm eine reinhauen und direkt davon dashen, aber dann macht er diesen Sprung aus dem Kilometerbereich. Aber ey, ich muss nicht mehr da hoch. Das ist auch schon mal schön. Da, wo ich vorher noch gestorben bin. Um meine Seelen zurückzuholen. Und eigentlich sollte ich mehr meine Scheiße hier nutzen.
Hey, hallo. Einfach sterben. Sackgesicht. Oh ne, keine Sorge. Also ich kann mir das Ganze schon erfahren. Das ist jetzt nichts, was nicht erfahrbar gewesen wäre. So. Den Kollegen immer ausschalten, weil sonst nervt er mich bloß. Dann haben wir hier wahrscheinlich dieses Riesending wieder. Oh. Ja, wunderschön. Ja, ja. Halt die Backen. Ich hab da ein anderes Date. Bräh. Yo. Verpiss dich. Verpiss dich. Jetzt gibt's einen in den Arsch, ey. Danke für deinen Arm. Und danke für gar nichts, du Arschloch da oben. Und das heißt, ich bin gezwungen, da durchzurennen, mir alle an den Arsch zu klemmen, nur damit ich dort oben das Ding kaputt machen kann. Ja, hallali. Viel Spaß, ey. Aus welcher Ausgeburt der Hölle kam die Idee denn? Schon nur Witz, dass ich hier Schaden nehme. Nur, wenn ich hier durchlaufen möchte. Und ja, klar, habe ich jetzt keinen Schaden genommen, aber nur, weil ich mich jetzt um den Links gekümmert habe. Ansonsten ist seine Reaktion schon so schnell, dass es heißt, ja, Pech gehabt, wenn du keinen Schaden haben willst, musst du ihm zuvorkommen. So. Voila. Die Störungsabteilung ist vorbei. Verpiss dich, dankeschön. Gut, haben wir drüber geredet. Noch einmal, und zwar mit Geschmack und Schmackes überhaupt. Und mit viel Gefühl. Hier irgendwo eine Leiter. Nicht ganz, aber hier gibt es eine Treppe. Hallo Arschloch. Fandest du es witzig? Ich nicht besonders. Darauf hat es aber ein Item. WTF? Ja gut, jetzt kann ich mich wenigstens darum kümmern, um die kleinen Dullis da unten. Weil jetzt werde ich nicht mehr beschossen von oben. So, und jetzt will ich gucken. Na komm, zeig mir, was du kannst, du Sackgesicht.
Hier müssen wir leider wieder auf die altmodische Weise kämpfen. Und zwar einmal R2 und dann R1. Dann hier einmal R2 und einmal R1 und weiter. Easy. Dann hier einmal R2. Das hat gereicht diesmal. Warum auch immer. Habe ihn wahrscheinlich wieder an der Schläfe getroffen, die ich sonst verfehle. Ach du Scheiße. Zum Glück reichen zwei aufgeladene Hiebe. Und ich will nicht, dass der mir hinterher rennt. Weil einfach ist er ja. Einmal ausweichen. Richtig, und dann let's go, der Hase. Guckt euch das jetzt an. Hier. Weg. Alles klar, ich bin schon. Am zerfallen, ey. Und wie regel ich das? Hey, komm, ja, wenn ich da runterfall, bin ich tot. Ah, von der anderen Seite dort und dann rüber. Okay. Ich seh's. I see that shit. Und zwar genau hier. Hier kannst du rüber, wenn du runterfällst. Aha. Hier und dann Sprung. Okay. Das sehen wir, wenn man es verkackt, kann man es wieder versuchen. Das ist richtig angenehm. Wozu hier ein Shortcut? Ach so, geht wahrscheinlich noch. Nee. Oh Gott, das war knapp. Das war nicht close. Okay, nochmal, weil es so schön war. Aber immerhin, man hat gesehen, man kommt rüber. Also es ist kein vergeblicher Versuch. Und wenn das Item hier jetzt nicht gleich richtig was Geiles ist. Und dafür bin ich jetzt kein Kommentar zu der Nummer. Ich bin so froh, habe ich den Shortcut. Nie wieder muss ich da drum rum. Da oben muss geht's weiter, okay. Das habe ich eben nicht mal gesehen. Weil ich mich nur auf den Penner hier konzentriert habe. Mit seinem scheiß Gewehr da.
Und jetzt ist schon dann Boss-Time, habe ich so das Gefühl. Hallo? Ich traue hier niemandem. Über den Weg und irgendwas lacht hier so dumm. Ich gehe mal geradeaus, weil hier geht's nach unten. Boah, Arschloch. Das habe ich nur im letzten Moment noch gesehen. Aha. Am Arsch. Am fetten Arsch, bruh. Ja, warum gehe ich nicht einfach so runter? Macht ja gar keinen Sinn. Oh. Ja, Victor 2.0 ist flöten gegangen. Nee, oder? Euer fucking Scheiß Ernst? Wie komme ich jetzt da rüber? Also das ist ein schöner Fahrstuhl, ne? Aber der bringt mir gerade nichts. Ich würde das Ding ganz gerne haben. Wir gehen jetzt wieder ganz nach oben, ey. Aha. Der Lift würde dort rüber führen. Und sonst hatte ich noch Trick 77, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert. Aha. Geht also auch so. Legionkaliber. Oh Gott.
Ich guck mal, wo der eine hinführt. Also weit haben wir alles erledigt. Jetzt ist nur noch die Frage, welcher Weg. Sorry, du alchemistisches Stück Scheiße, aber nicht gegen mich. Aha. No! Dir geht's doch zu gut, du Sackgesicht. Und das Ding lassen wir runter. Ach du Scheiße. Okay. Nein, ich bin noch mal unten. Ich glaube, ich habe da unten was vergessen. Gerade keinen Bock zu. So, wir gehen ganz runter. Dann sollte das auch so passen. Jetzt gehen wir die andere Seite noch mit dem Lift nach oben. Das andere sah mir schon ziemlich nach Boss aus. What the fuck? Ab in den Erdkern oder was? Aha. I'm not going back. I'm sick of consuming Ergo. It's cruel. There's real meals and real songs out there. I'm not just a memory reading tool. What? You're not the inspector? Well, if you're from the outside, that means we can leave. Thanks. I know the way out, so don't worry about me. Maybe I'll see you on the outside. Glücklich, okay. Welcher Weg ist jetzt der richtige? Das sieht mir eher nach Laxaria aus. Oder wie sie hieß. Und langsam sollte ich alle Gesten haben. Legit.
Ist denn das so ein Mini-Boss da oben? Also mir soll es recht sein, aber wenn da mir so eine Gestalt entgegenguckt, dann denke ich mir Bossfight. Vor allem in so einem offenen Feld, ne? Aber wir gucken jetzt. Entweder oben oder unten. Oh, das ist der Fuchs oder so. Whoa, is that you? Ja, wow. Leider. You're really something. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is always my last choice, you know? But you're not getting anywhere near my sister, friend. You'll have to go through me first. And I actually thought we were friends. Was any of that true? In the end, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. I'll let you go if you give me gold coin fruit. Sehe ich so aus? Was ist jetzt besser, leben lassen oder nicht? Diesmal lese ich zuerst. No? Oh, den 826. NPC haben wir, also Versuchsobjekt 826 haben wir gerade. So, ja, wenn ihr diese... Sie für kurze Zeit an eurer Seite, gewöhnt euch aber nicht zu schnell dran, denn sie lassen euch schon bald wieder alleine losziehen. Kurz vor dem Kampf gegen die Bruderschaft, ich wieder, aber auch hier könnt ihr nicht auf die Hilfe der Stalker zählen. Wenn ihr die beiden hinter der großen Ausstellung, gebt ihnen einen Goldmund zum Fruchten und ihr haltet eine Schallplatte von ihm. Zu guter Letzt trefft ihr die beiden in der Archeabtei. Katze begegnet euch zuerst und macht euch das Angebot, euch im Austausch gegen eine Münze in Ruhe zu lassen. Egal, ob ihr drauf eingeht oder nicht, stattdessen... Tötet ihr, bekommt deine Maske als Belohnung, oder die ihn töten müsst, ihr später auch gegen Fuchs kämpfen. Wenn ihr Katze bezahlt habt, könnt ihr auch Fuchs bezahlen. Auch sie hinterlässt euch in jedem Fall ihre Maske. Okay, wir haben nichts zu verlieren eigentlich an sich. Wollen wir die killen? Zumindest in diesem lügnerischen... Sometimes you can buy a friendship. Is it the best way to make a friendship? Who knows, but it does work. Ah, so much talking. I'm tired of that too now. There's no way around it. You and I are going to continue this conversation, stalker style. And those conversations only end when somebody dies. So let's chat, you goddamn talking ragdoll! You don't get near my sister, got it? Oh, perfekter Block. Stay alive, even if it means fighting dirty. That's the sweetest way. Was war das bitte? Ja. Ha!
fighting wears me out. Let's just get this over with. Kann sie glücklich schätzen, dass ich meine Waffe buffe für dich. Warte mal, wir gehen mal rechts lang, wollte ich sagen. Boah, ist das ein Arschloch. Ja, wir hätten jetzt kampflos an allen vorbeigehen können, aber wollte ich nicht. Weil es hätte mir am Schluss nichts gebracht fürs 100% Runchen, denn ich hätte schon ganz gerne jeden Gegner, den man einmal besiegen kann, ganz gerne einmal besiegt. Wenn ich den im zweiten Try auslasse, juckt es mich nicht. Aber so im ersten Try sollte das schon ne, Pflicht sein. Dass man alles und jeden besiegt hier. Und das mindestens einmal. Was dann passiert, ist jedem für sich überlassen. Sorry, Bra, ich gehe jetzt hier hoch und ignoriere dich. Und da sind wir wieder, du Arschloch. Hallo. Was meintest du vorhin mit... Ah, du stehst mir im Weg. Ist nichts Persönliches. Jetzt gehe ich mal rechts lang. Irgendeinen Weg muss es geben, dich zu finden. Oh, das war wundervoll. Even if it means fighting dirty, that's the sweeper's way. Hey man, habe ich mir den Scheiß wieder zurückgeholt. Au. Wow. Also, Memo und mich selbst versucht den nicht irgendwie zu cheaten. Au. Au, au, nee. Au. Ja, das schaffen wir diesmal nicht. That's crazy talk. I didn't want to be a burden to my sister anyway. Ja, das passiert halt, wenn man sich mit mir anlegt. Das hier.
Wegen sowas bin ich jetzt hier runtergekommen. Ernst gerade. Sag doch einfach, dass das ein Shortcut ist. Und danach wieder. Ja. Wo wollen die mit mir hin? Es gibt einen in den Erdkern einen Weg und einmal in, nach oben. Hä? Wie groß will das letzte Abteil sein? Das letzte Abteil? Ja. Ach du Scheiße, und hier gibt's noch einen Stargazer. Also können wir einmal nach unten lang gehen. Also sowas von. Wenn es hier oben diesen Stargate-Kack gibt, dann sind wir definitiv auf dem richtigen Weg. Was ist eigentlich mit diesem Hobbyprojekt da von den Versuchsobjekt 286 oder so? Na, ich müsste. Oh, Scheiße. Ja, nee, sollte eigentlich gehen. Was ist eigentlich. Hier? Sissy's Quest. Aha, die haben wir. Ich würde gerne noch wissen, was der andere ist. Das Opfer des Alchemisten. Findet ihr es in der Archeabtei? Der Alchemisten startet beim Stark. Sein Aufzug nach unten. Wenn ihr damit fahrt, kommt ihr zu einer großen Tür. So steht dort neben einer Fackel. Sprecht mit ihm. Beim Sieg gegen Laxasia wandert er zur Brücke auf der Rosa-Isabel-Straße. Dort verkauft ihr euch Waffen, Rüstung und das Kostüm der weißen Dame. Im New Game Plus bekommt ihr außerdem eine goldene Schallplatte bei ihm. Okay, warum auch immer, dass der erst im New Game Plus irgendwie relevant ist für die Schallplatte. Aber ja. Muss ich nicht verstehen. Oder willst du mir sagen, Laxasia ist unten und der andere ist oben? Das wäre ja ultimativ behindert. Also wirklich ultimativ behindert. Oh Gott, und ich muss da lang. Zumindest, wenn ich den Fahrstuhl benutzen möchte. Ich bin mal weg. Hallo Fahrstuhl, du kommst genau richtig. Jetzt, wo ich fertig bin. Nämlich so. Jetzt geht es nämlich eine Etage nach unten. Da unten ist sicher der andere Witzbold wieder.
Du kannst ja froh sein, kann ich ausweichen. Viel zu einfach. Tö. Zweimal richtig, er hat zwei Moves und der Dulli liegt. Und der wäre eigentlich no damage. Den Jaden hat die vorher schon. Na ihr, Lollipops. I can read memories of Ergo. That's what I was made for. Ergo is crystallized time and memory. But God, I hate having to consume Ergo to read it. Why does it work like that? It's the worst. I can read memories, but I can't even dream of tastes, smells, or songs. I can't stand it anymore, so I'm escaping. When I get out, I'm going straight to Rosa Isabel Street. Ja, mach das. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah.